Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Bönig. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben im letzten Mal die Map Sub-Zero gespielt und jetzt haben wir das Glück, dass Showtime gewählt wird. Link in der Beschreibung zu Game Key for Me für günstige Spiele-Keys. Und dieses Mal werden wir die Map spielen. Showtime müsste, ich glaube, der COD4 Remake sein, denn es gibt eine ziemlich bekannte Map in COD4, wer das gespielt hat. COD4-Zeiten, da war ich leider nicht dabei. War ab den MW2 Zeiten dabei. Da habe ich super, super viel gesuchtet. Und bitte berücksichtigt das, wenn mein Gameplay hier in COD Ghost nicht das allerbeste ist. Aber dieses Spiel spiele ich halt nicht so oft. Und ich spiele es aber immer wieder, wenn ein neues Map Pack rauskommt. Und ich kaufe es mir trotzdem immer und immer wieder, weil ich einfach wirklich die Maps sehen will. Aber naja, ich werde trotzdem mein Bestes geben. Und ich denke, da müsste sich ein Eindruck verschaffen werden. Das hoffen wir doch. Und dann wollen wir mal loslegen auf der Map Showtime. Übrigens, ich finde den Namen ganz cool eigentlich. Was sollen wir nehmen? Ich nehme mal wieder die Vector. Weil ich habe einen neuen Account. Deswegen, also ich habe den Xbox 360 Account hier auf die Xbox One übertragen. Deswegen, ja. Habe ich noch nicht so viele Waffen und so weiter und so fort. Und dann bin ich gespannt, wie diese Map aussehen wird. Ja, genau, dann legen wir mal los, Ghost Truppen. Die Map ist ziemlich überfüllt, würde ich schon sagen. Oh, what the fuck? Oh! Nein, was? Von hinten, was für ein Bastard! Okay, bitte berücksichtigt, ich kenne die Map gar nicht. Oh je, was zum Teufel? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was hier vor sich geht. Gib mir die Waffe. Lade nach. Gott, die Waffe ist übrigens ziemlich gut, glaube ich. Nein, oh shit. Ja, habe ich auch noch nie eingesetzt. Oh, verdammt. Ich spiele zu wenig. Manchmal denke ich mir so, soll ich vielleicht das Spiel für YouTube mehr spielen? Aber dann denke ich mir so, ja, ich denke, ihr wollt jetzt auch nicht so 1000 Live-Commentaries davon sehen, glaube ich. Aber, naja, wie gesagt, wenn neue Maps rauskommen, immer wieder gerne. Weil neue Maps ist ja für jeden interessant. Außerdem viele COD4-Fans werden sich natürlich auch freuen, dass jetzt ein COD4 Remake rauskommt. So, mein Freund. Oh Gott. Okay, wir haben eine Satcom, genau. Oh shit. Ich glaube, der sieht mich, der Typ. Yay, mein Doggy. Wir müssen ihm einen Namen geben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, um ganz ehrlich zu sein, weil ich versuche einfach nur Gegner zu finden und ein paar Leute zu killen. Einfach nur ein bisschen Spaß zu haben. So, mein Freund. Wachhund getötet, läuft bei mir. Nein! Oh, ich dachte, das wäre mein Hund. Aber der wurde ja getötet. Wieso bin ich so dumm? Da wollte ich... keine Ahnung, da bin ich einfach reingerannt, weil ich habe mich voll sicher gefühlt. Genau. Auf jeden Fall. Oh, da ist einer. Nein, bitte nicht. Mein Herz ist klopft. Oh, mein Gott. Oh mein Gott, was geht hier vor sich? Baby! Wow, ach scheiße. Oh, immer noch so das Streak. Was mir an dieser Map nicht so gefällt, ist, dass sie verdammt verzweigt ist und die Gegner von überall kommen können. Können wir die Tür irgendwie aufmachen? Mit dem Knopf oder sowas? Vielleicht anschießen? Keine Ahnung, wie das aufgeht, keine Ahnung. I don't even know anymore. Oh shit. Hätte ich COD4 vorher gespielt, dann würde ich die Map jetzt kennen. Aber die Map, also ich weiß, dass sie aus COD4 stammt. Aber ich weiß auch, dass sie da trotzdem anders aussah. Oh shit, Boxen. Ich liebe Boxen. Mein Lieblings-Xen, genau. Wie viele aber auch, ne? Sollen wir eine nehmen? Klar, Waffenkiste. Meinetwegen, ich bin glücklich. So, vielen Dank. Munitionskiste, geil. Mein Traum wird wahr. Oh shit, geht hier viel ab. Was ist denn hier los, Alter? Wow. Ich wurde dort misshandelt. Munition, ja, Mann, geil. Gib mir Munition. Oh, geil. Oh, ich habe eine... Was ist das? Was zum Teufel, wozu? Wollt ihr mich verarschen? Sind die automatisch auf der Map da, diese Geschütze? Nee, ne? Die haben die genau aufgestellt gerade, kann das sein? Ah, Nase juckt. Ich benutze manchmal mein Mikrofon, um meine Nase zu jucken. Oh shit. Sorry Leute, ich habe keine Ahnung. Es ist alles so voll. Was ja nicht schlecht ist, aber wie kommt man diese Tür hier auf? Hallo?
Diese Tür geht nicht auf, oder? Das ist keine Tür, glaube ich. Nein! Oh, der hat eine Ballistikweste, der Spasti. Meine Güte. Komm her, Bitches. Das ist richtig, hier kein Schlampen. Nimm das, Bitch. Nein, mein Herz, es klopft. Ach nee, denn ich dachte es. Es klopft nicht mehr. Naja, keine Ahnung. So, eine Semtek anscheinend dahin zu werfen, beziehungsweise eine Granate, ist es, glaube ich, immer eine schöne Idee. Okay, die können von hier kommen. Oh, ja, und von da kommen, weil ich gerade sage. Feindliche Saat kommen gesichtet, nice. Abschuss bestätigt. Nein, was will ich verarschen? Oh mein Gott. Aber ich muss sagen, wer Action mag, der ist hier auf jeden Fall richtig. Ja, töte mich bitte. Ja, Bastard. Oh mein Gott. Ich bin gerade mal erst gespawnt und die Gegner sind schon hinter mir. Naja, gut. Was? Von dem. Was? Ah, meine Hände schwitzen auch so eklig. Oh je. So. Da haben wir einen Doggy. Ich hab mal eine Semtex dahin oder eine Granate. Ah! Was? Meine Güte, verpiss dich, du scheiß Hund, Mann. Keiner mag dich. Und der Typ, ich glaube, der campt hier, oder? Alter Schwede, fast wäre ich gestorben. Oh, Jesus. Wachhund, komm her. Komm her, Baby. Genau. Halte Wache, Baby. Nein! Oh, von überall, das ist echt. Also ich glaube mal, die Map muss man echt lange spielen. Damit man die irgendwann richtig perfekt drauf hat. Richtig eklig, Mann. Jetzt habe ich. So, jetzt habe ich. Ah! Das meine ich. Von überall. Ihr killt ein paar Gegner und ihr stirbt sofort wieder. Weil die Gegner sofort wieder bei euch spawnen. Da ist einer. Ganz ehrlich, ich find's echt übertrieben. Der Hund hat mich nicht einmal angesprungen und ich bin sowieso trotzdem gestorben. Wow. Also ich muss sagen, es ist okay, würde ich sagen. Diese Map würde ich spielen. Ich würde sie nicht skippen, wie ein paar andere Maps hier in diesem Spiel. Aber sie ist ganz in Ordnung. Sie ist ziemlich klein, ein Remake von COD4. Ich hoffe, das ist die Map. Wenn ich mich täusche, bitte schreibt es in die Kommentare. Aber müsste eigentlich sein. Ansonsten ganz in Ordnung. Und erstmal spielen wir zwei weitere Maps in den nächsten Videos. Und dann werde ich euch sagen, ob es sich überhaupt lohnt, dieses Map-Pack zu holen oder nicht.